Ach was, es gibt hier viel zu viel zu sehen. Noch ein... Ach du Scheiße. Noch ein Anzug-Upgrade. Leute, meine Güte, wo kommen die alle her? Auf jeden Fall lassen wir also... Achso, Moment, den haben wir schon. Den haben wir schon. Den haben wir auch hier schon gespeichert. Aber für einen verlassenen Planeten ist er überhaupt gar nicht verlassen, okay? Nur mal so Klarstellung. Da war das mit dem fortschrittlichen Intelligenz, ne? Links ist noch eine Station, da war noch eine. Noch so ein Wegpunkt. Wir nehmen noch da mit, würde ich sagen. Übrigens sind hier an, es sind hier angenehme 19 Grad, 10 Grad sind es gerade. Aber 13,4 Toxen, das ist natürlich nicht so gut. Einmal Bacon bitte, oder was auch immer. Waren wir nicht gerade dort? Kommen wir nicht irgendwie von da? Und los geht's, weiter zum Außenposten. Stopp, was sehe ich da? Was sehen meine Augen? Richtig, einen weiteren Anzug-Upgrade. Das sehe ich. Und das werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Nein, ich war hier schon und ich hab's schon vergessen, aber ich glaube nicht, dass wir hier waren. Yes, noch ein Anzug-Upgrade, Alter. Aber die werden immer teurer, ne? Die werden immer teurer. Die werden immer teurer. Lebenshaltung, hier einmal Energiekanister und da, so. Das müsste reichen erstmal. Was haben wir hier? Und natürlich abspeichern. Also natürlich. Ohne abspeichern. Das wäre wie Brot ohne Butter. Oder so. Signal. Da ist ein Signal. Aber wir wollten dahin und jetzt fliegen wir auch dahin. Tower Tiefland. Wie viele... Okay, wir haben sehr viele Wegpunkte entdeckt. Ich sehe schon. Sehr viele Wegpunkte, sehr viel, aber kein einziges Lebewesen, muss ich feststellen. Obwohl ich seltsame Geräusche gehört habe. Und das war mit Sicherheit keiner von euch. LOL. Das habe ich noch nie. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Friedrich. Hallo, mein Freund. Honorax.
Die elektronische Lebensform ergreift meinen Arm. Ich versuche, den eisernen Griff zu entkommen, während sie sich weiter in mein Fleisch hineinbohrt. Plötzlich spüre ich tief in meinem Handgelenk, wie eine Nadel eine Probe entnimmt. Die Lebensform zwitschert glücklich, als ich mich zu befreien versuche. Nach vollständiger Untersuchung erscheint ein 3D-Querschnitt meines Körpers. Wer hat dir das eigentlich erlaubt? Meines Exos-Anzugs und meines Multiwerkzeugs von vor uns. Meine Verletzungen und beschädigten Ausrüstungsteile sind eindeutig mit verschiedenen Kosten versehen. Ach, ich muss auch noch bezahlen. Ja, gute Frage. Vielen Dank, dass du mich heilst. Wir hatten doch alles voll auf mit Leben und so und Schilde. Ich weiß gar nicht, was er bei uns jetzt hier reparieren wollte. Merkwürdige Kreatur. Entität. Aufprallschaden Omega. Der Blitzwerfer bewirkt beim anvisierten Ziel maximalen Schaden, was die Waffe auf Wüken-Standard bringt. Das war die zweite Lebensform, die zweite Rasse, die wir kennengelernt haben, glaube ich. Und wir haben endlich einen Marktplatz gefunden. Sehr schön. Wir wollen verkaufen. Und zwar die Perlen. Den Graf da. Das brauchen wir alles. Das war schon. Das war schon. Das war schon. Und immer noch schlechte Waffen. Ich will raus. So. Jetzt müssen wir zum anderen Außenposten. Schon, Alter, schon wieder verbraucht. Meine Fresse. Unterschlupf. Genau, da müssen wir jetzt hin. Und das etwas mit mehr Schmackes. Okay, wir brauchen noch 40 Sekunden, bis wir ankommen, obwohl wir mit 150 Sachen fliegen. Ne, 140. Boom. Keine Ahnung, was das für eine Einheit ist. Ja, ich denke, wir fliegen zu dem Unterschlupf und dann. Was war das? Achso, nur eine Station, nee. Und dann würde ich sagen, nach dem Unterschlupf. Oh mein Gott, wir sind mal endlich mal richtig gelandet auf der scheiß Plattform. Das schafft mir normalerweise gar nicht, ne? So, schön, schön, schön. Hallo. Reisemeilenstein erreicht, was denn? Und eine Errungenschaft bei Steam. 40.000 Fuß zurückgelegt. Oh mein Gott, Alter. Wir sind richtige Nomaden, Leute. Wir können stolz sein. Die elektronische Lebensform untersucht ein holographisches Bild der geologischen Schichten, Mineralstoffe und Ressourcen dieses Planeten. Sie grübelt über gewöhnliche Elemente, konvertiert sie zu hochwertigen Produkten und analysiert die Ergebnisse. Sie bemerkt meinen Bergbaustrahl und zwitschert vor Aufregung. Es ist unschwer zu erkennen, dass die Handelsfächer rundherum überfüllt sind. Silikatprobleme.
Neue Technologie. Strahlendeflektor Sigma. Der Nutzer ist gegen Strahlungsschäden geschützt. Senkt das Risiko für den Nutzer bei der Erkundung von Welten mit erhöhter Strahlung erheblich. Mikrovibrationen steigern die Reflexion elektromagnetischer Wellen und verringern somit die Absorption. Das ist cool, eigentlich. Cool. Kampfverstärker Omega. Die Angriffsfähigkeit des Bergbaustrahllasers werden auf ihr maximales Potenzial verbessert. Cool. So. Ah, nee, lass mal. Eins wollte ich mal jetzt herausfinden. 22 Blitzer, das ist so übertrieben. Eins wollte ich mal herausfinden, und zwar, wie man das eventuell verbessern kann. Aber da war der Strahlintensivierer. Den lassen wir mal da. Ja, aber sieht aus, als hätten wir schon. Als hätten wir schon irgendwie das Beste dran. Glaube ich. Na gut. Finden wir schon noch alles noch heraus. Wir müssen aber als allererstes speichern. Das ist sehr wichtig. Und wir müssen mal die mal erreichen. Die zwei. Da müssen wir auch noch hin. Wir machen das als allererstes, weil wir haben nur noch ein paar Minuten für die Aufnahme. Das heißt, wir können die paar Minuten dafür nutzen, hier mal her. Ja, ist ja gut. Ganz ehrlich, ich würde gerne das hier installieren. Dann sind wir wenigstens gegen Strahlung geschützt, und das können wir auch eigentlich machen. Wir brauchen dann nur ein bisschen Kohlenstoff. Und den können wir uns ganz einfach besorgen. Das müsste reichen. So, ich hoffe, das macht das jetzt nicht ganz so. Okay, Red ist wahrscheinlich die Strahlung und Tox wahrscheinlich die giftige Gas und so, damit wir die Lebenserhaltung eigentlich verbessern, wenn ich das, naja, was wir gerade gemacht haben. Haben wir das hier weg. Ausdauer haben wir auch noch eines. Kohlenstoff. So, jetzt einmal so schnell hier rein und. Was ist das? Belüftungsmembran, Sigma, Wasser, Atmungshilfe. Das könnten wir rein theoretisch auch machen, aber es bringt uns nichts, solange wir nicht auf einem Wasserplaneten sind. Daher. Nope. Hier machen wir wieder unsere Ausdauer wieder drauf, was wir auch brauchen. Und Exemplar. Unser Ansehen hat sich verbessert, natürlich.
Eine neue Technologie, bitte. Zielsuchblitzadapter. Blitzwerfermunition erkennt und verfolgt Bewegungen des Ziels. Cool. Dafür haben wir, glaube ich, dafür brauchen Iridium, glaube ich. Stand da. Was brauchen wir nicht? Wir brauchen das hier nicht. Oh verdammt, ich habe die Schildkarte übersehen. Na gut. Herstellen, einmal das hier. Ich möchte einmal einen Monolithen finden. Da drüben ist er. Da drüben. Den hole ich mir. Holen wir uns. Wir speichern schnell, holen uns den Monolithen und dann würde ich sagen, ist die Aufnahme beendet. Weil wir werden dann in der nächsten Aufnahme den Planeten schon wieder verlassen, denke ich. Weil, ja gut, wir haben hier viele Stationen. Das ist auch schön und gut, aber ich werde halt mal gerne einen Wasserplaneten besuchen. Mit mehr Flora, mehr, ja, mehr Leben. Nicht immer diesen toten Planeten. Das ist ja ganz furchtbar. Das war ein Sturzflug, Leute. Ein Sturzflug seinesgleichen. Ah, sehr schön. Ein wahres Kunstwerk, eine wahre Architektur. Und sehr viele Wissenssteine. So. Wissenssteine, Gewebe gelernt. Forschung gelernt. Die Kriegssprachen von Pau, Errungenschaft, Eisenmeinstein. Übersetzer, 50 Wörter gelernt. Ah, wir sind richtig fleißig, Leute. Wir sind richtig fleißig. Versagen haben wir gelernt. Also, das Wort Versagen. Ich sehe eine seltsame Vision. Blaues Licht dringt aus dem Monolithen, als wäre in seinem Inneren ein Vorhang gefallen. Ich höre ein sanftes Gegrabbel von Stimmen und spüre einen vertrauten Geruch im Wind. Ich kann mich nicht an mein Zuhause erinnern, aber ich weiß, dass diese Tür dorthin führt. Ich sehne mich nach einer Vergangenheit, an die ich mich nicht erinnere. Jeder Zoll meiner Seele möchte den Sprung zurückmachen. Ich blicke in den Himmel. Und die Unendlichkeit dahinter. Kann ich wirklich meine Reise aufgeben, obwohl sie gerade erst begonnen hat? Vergangenheit. Tod. Ich glaube, wir müssen hier der Versuchung widerstehen. Boah, das ist eine richtig schwere. Aber wir sind hier aus dem Raum draufgegangen, wir sind im Prinzip, haben wir gespeichert, aber ich möchte schon wissen, was die unsere Vergangenheit hat, aber wir machen der Versuchung widerstehen. Aber zurück. Ja, ich erhalte eine Belohnung. War mir klar. Ansehen hat sich verbessert. Ja, und das war alles jetzt. Ah, Schöpfung gelernt, okay. Kovac-Gehäuse. Cool. Ja, es ist halt, ich denke, es war auch so die richtige Entscheidung, weil einfach in die Vergangenheit ist schon passiert und wenn, dann können wir uns auch später noch herausfinden. Wir müssen in die Zukunft sehen. Immer in die Zukunft sehen, Leute. Wir müssen kurz mal in das Raumschiff rein und dann nochmal raus. Wieder Herstellungspunkt gespeichert. Sehr gut. Und damit
möchte ich auch hier auch noch wenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden wahrscheinlich dann nächste Aufnahme entweder den Planeten verlassen oder vielleicht noch etwas bleiben. Ich weiß es nicht. Es gibt hier auf jeden Fall eine Menge zu looten. Bleibt gespannt darauf, wie ich mich entscheide. Oder entscheidet selbst. Schreibt es in die Kommentare. Wollt ihr, dass ich den Planeten verlasse oder soll ich auf dem Planeten bleiben und weiter suchen, erforschen, entdecken? Gut. Damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!